Schließlich macht der Ton die Musik, in unserem Fall der Sound. Super Sportcast Charity Cruise in Altdorf. Mit Boliden aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz, Tschechien und wer weiß noch woher. Also ein Mammutprogramm der Organisation für Dieter Giertz, dem Organisator mit Herz und vielen Freunden. Es ist ein Zusammentreffen von Sportwagenbegeisterten, die ich alle persönlich kenne. Und ich habe einen Onkologieverein und Tanja darin unterstützt, dass der Tag heute was wert, dass wir genügend Autos herbringen. Und wie siehst du, der Hof füllt sich. Also ich schätze, dass wir heute 50 bis 60 Autos Supersportwegen auf den Platz bringen. Das Prozedere war einfach. Fahrerkarte lösen, Auto eintragen und ab geht die circa halbstündige Fahrt. Zum Beispiel in einem Ariel Atom. Gefolgt von einem Porsche und, ja, der Kenner weiß es sofort, einem Ferrari. Weitere pikuniäre Mosaiksteinchen im Spendentopf des Onkologievereins Landshut. Wir unterstützen unsere Netzwerkkinder, das sind Kinder von krebserkrankten Eltern oder verstorbenen Eltern. Wir fangen mal die Kinder mit Nachhilfe aus, mit Ausflügen oder eben... Die Kinder dürfen jetzt mit den ganzen Rennautos eine Runde fahren, ungefähr eine Dreiviertelstunde durch die Stadt, durch die Altstadt, dann zurück Autobahn und da wieder nach Altdorf zurück. Jo, dann mal los Richtung Altstadt. Dann kleines Monte Carlo-Feeling und entlang der B11 Richtung Moosburg. Über die Autobahn zurück zum Ausgangspunkt. Mit Sicherheit ein mehr als aufregendes Fahrereignis für die jungen Co-Piloten und ein freudiges für die Verantwortlichen. Wir freuen uns auch, dass so viele Leute da sind, dass so viele ehrenamtlich mitmachen. Es sind fast 100 Leute da, die ehrenamtlich da tätig sind. Das ist natürlich eine super Sache. Es ist einfach halt eine Sportwagengemeinde und wenn die hören, es gibt was Gutes zum Tor, nämlich die Kinder zum Helfen, dann sind die nicht mehr zum Halten, dann wollen die alle mitmachen. Und auch die Wunschfee hatte noch einen sehnlichsten Wunsch zu erfüllen. Sein größter Wunsch ist, in einem Ferrari zum Mitfahren. Genau, so schaut es aus. Der David ist 36 Jahre, jetzt sind sie leider im Rollstuhl. Und heute geht mir ein richtiger cooler Wunsch in Erfüllung. Noch dazu in einem Ferrari 428. Ja, dieser Super Sportcar Charity Cruise hat es in sich. Viele Gäste, sensationelle Autos bei strahlendem Sonnenschein und einen Gesamterlös, von halten Sie sich fest, 6.000 Euro zugunsten der Onkologiehilfe Landshut. Tja, da darf ich von dieser Stelle auch mal ein herzliches Dankeschön loswerden und sag Servus, vielleicht bis bald.